Es ist die insgesamt sechste Serie in der DEL-Geschichte zwischen München und Wolfsburg. Der amtierende Meister gewann Spiel 1 in Wolfsburg. Jetzt also das erste Spiel am Oberwiesenfeld. Hinein in die Partie. München in Blau startete dominant, startete gut und profitierte einmal mehr von Fehlern in der Defensive der Grizzlies. Zehnte Spielminute, der Kapitän höchstpersönlich, Patrick Hager, mit dem 1:0 Vorarbeit von Maxi Kastner. Die zwei echte Playoff-Spieler und für Hager schon das zweite Tor in dieser Serie. Das Team von Toni Söderholm dominant in Drittel 1. Das änderte sich in Drittel 2. Es spielte eigentlich nur noch Wolfsburg, auch weil München viele Strafen nahm. Ausgleich durch Ryan O'Connor nach nur 36 Sekunden im zweiten Drittel. Der Puck hier von Hager, unhaltbar abgefälscht für Matthias Niederberger. Es ging weiter mit Überzahl Wolfsburg. Eis noch frisch, Eis noch gut, so auch die Spielweise der Grizzlies. Wunderbarer Pass, Matt White muss nachfassen, dann aber richtig, 24. Spielminute, zweites Powerplay-Tor und die Grizzlies machten ein schwaches erstes Drittel vergessen. Was aber auch zu dieser Serie und das schon nach zwei Spielen gehört. München irgendwie nach Toren von Wolfsburg immer da. Nico Kremmer, 25. Minute, der Ausgleich für München. Fatal hier zu sehen, die Grizzlies geben viel zu viel Platz, lassen die blaue Linie sein. Und so kommt München relativ easy zum 2:2. Dennoch dieses zweite Drittel bis dahin im Zeichen der Grizzlies. Und die legten wieder vor. 29. Minute. Gerrit Fauser nach klasse Vorarbeit von Julian Krobot. Weil Wolfsburg viel besser in die Zweikämpfe kam, hartnäckig spielte. Auch hier zu sehen, Paradebeispiel, dieses Tor der vierten Formation um Gerrit Fauser. Und wieder schreibt diese Serie eine Geschichte, und zwar die der Doppelschläge. München dann im Powerplay mit der besten Kombination in diesem Spiel. Ausgleich Maxi Kastner, 38. Spielminute. Wunderbar eingeleitet vom besten Mann auf dem Eis, Emil Johansson. Und dann ist es das perfekte Spiel mit dem perfekten Abschluss. Blum, Elitz und Kastner. Damit nicht genug. Wieder sind es Sekunden, die nur vergehen. Um genau zu sein, 48. Trevor Parks zum ersten. Wird dann nicht richtig weggeblockt. Und Trevor Parks überlistet Dustin Strahlmeier mit dem Wraparound. 39. Minute und eigentlich mit einem Powerplay. Und dann aus dem Nichts München vorn in einem ganz starken zweiten Drittel der Grizzlies. Die dürfen nach 40 Minuten eigentlich niemals in Rückstand sein. Aber das ist der Fakt für das Team von Mike Stewart. Hinein in den Schlussabschnitt. Auch hier dauerte es wieder eine Weile, bis beide Mannschaften in Tritt kamen. Und wieder war es ein Powerplay. Ortega, überragender Pass. De Sousa, der Abnehmer. Und München zieht auf zwei Tore weg. Drittes Tor in dieser Serie für De Sousa, aber jetzt nochmal genau geschaut auf Ortega. Was für ein Pass hier über Ryan O'Connor, der eigentlich alles richtig macht. Aber der kommt perfekt auf die Kelle von De Sousa und damit die Vorentscheidung. Weil wieder nur 26 Sekunden später München erneut ein Doppelschlag gelingt. Trevor Parks nach Vorarbeit von Jonathan Blum. Hier, Kelle reingehalten, nichts zu halten für Dustin Strahlmeier. Damit die Entscheidung in diesem Spiel und den Schlusspunkt setzte München, nachdem Stewart volles Risiko geht. Nico Kremmer mit dem 7:3 und damit dem Endstand in am Ende eine einseitige Partie. Yeah, you know, this team's we've had a weird kind of year, you know, and over the time we've learned to be resilient and we're, you know, finding resilience at the right time. We're coming together and we're not letting those two goals or whenever they come back, we're
scoring that next one, that's huge for us. We've got to continue doing that. Ja, also es war nicht das Ergebnis, was wir erhofft haben. Und steht jetzt 2-0 in der Serie. Das Gute ist, man muss 4 gewinnen. Wir sind auf jeden Fall noch drin. Und jetzt erstmal das Spiel abhaken, ein paar Kleinigkeiten wieder beseitigen. Und dann am Freitag, glaube ich, geht's direkt weiter. Positiv bleiben heißt es bei den Grizzlies. Resilienz haben wir gehört von Trevor Parks. Also Widerstände überwinden. Das gelingt München bislang in dieser Serie. Die führen in diesem Viertelfinale mit 2-0. Und damit geht die Serie zurück nach Wolfsburg. Die DEL Playoffs live bei Magenta Sport.